Wie kommt es, dass Menschen in anderen Kulturen scheinbar viel mehr Zeit haben? In einigen Kulturen sind Menschen und soziale Beziehungen wichtiger als Planung und Zeit. Vor allem in Ländern, die im Notfall kein soziales Fangnetz haben wie wir. Dort sind Familie und soziale Beziehungen umso wichtiger. Diese Beziehungen muss man deshalb gut pflegen. Gut, Beziehungen sind also wichtig, aber das schließt doch eine gute Planung nicht aus. Deutsche Pünktlichkeit ist nicht für jeden selbstverständlich. In Deutschland spielte die Industrialisierung eine wichtige Rolle. Feste Aufgabenverteilung und schrittweises Vorgehen sind dabei wesentlich. Und das funktioniert nur mit einer genauen Zeitplanung. Wir unterscheiden somit zwischen monochronem und polychronem Zeitempfinden, zwei verschiedenen Arten, mit Zeit umzugehen. Verständnis füreinander und eine bewusste Kommunikation tragen zu erfolgreichen Geschäften bei.